so schnell fahren, wie man möchte. Dafür liebt die ganze Welt deutsche Autobahnen. Doch die Folgen sind offensichtlich. Raser, schwere Verkehrsunfälle und kilometerlange Staus. Deutschland streitet deshalb seit Jahrzehnten über ein generelles Tempolimit. Die Fronten zwischen den Autofahrern sind verhärtet. Autobahn ist nicht das Unfallproblem in Deutschland. Wir haben die sichersten Autobahnen. Wenn die wirklich so sicher wären, wie es heißt, dann wären meine Verwandten noch lebendig. Was bringt eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung wirklich? Laden Sie sich jetzt die Galileo-App herunter und stimmen Sie live ab. Wie wird sich die Meinung während des Films verändern? Und wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit in Deutschland? Sind Sie dafür oder dagegen? Wir Deutschen lieben das Auto und unsere Autobahn. Zieht man Baustellen und temporäre Geschwindigkeitsbegrenzungen ab, können wir in Deutschland auf 70% der Autobahnen so schnell fahren, wie wir möchten. Damit sind wir das einzige Land in Europa ohne generelles Tempolimit. In anderen Ländern gilt Tempo 100 bis 130. Ansonsten dürfen nur Autofahrer in Indien, Afghanistan, Somalia, Nordkorea und auf der britischen Isle of Man so viel Gas geben, wie sie möchten. Der Kölner Alexander Gruhler findet, das muss genau so bleiben. Er ist gegen ein generelles Tempolimit und hat die Initiative Stoppt Tempo 130 ins Leben gerufen. Über 73.000 Menschen unterstützen ihn schon dabei. Wenn ich das Wort Tempolimit höre, dann stellen sich mir die Nackenhaare natürlich auf. Das ist ein Teil der deutschen DNA, dieses freie Fahren auf den Autobahnen. Auf seiner Website hat der Familienvater 10 Gründe gegen ein Tempolimit veröffentlicht. Vor allem, weil es natürlich Spaß macht, etwas zügiger unterwegs zu sein. Es macht Freude, Fahrfreude. Und Punkt 2, ich bin schneller am Ziel. Das ist es schon. Thomas Xeller aus Aschaffenburg sieht das anders. Er ist für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Und zwar aus einem ganz persönlichen Grund. Vor 4 Jahren hat der 62-Jährige bei einem Verkehrsunfall seine Schwester und seine Nichte verloren. Die beiden waren auf dem Weg in den Urlaub. Und dann fuhr halt ein LKW vor meiner Schwester. Sie wollte den überholen und im selben Moment, eine Sekunde später, raste dieses andere Auto in sie hinein. Meine Verwandten waren halt so schwer verletzt, dass sie ohnmächtig waren allemal, und dann auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb die Tochter und meine Schwester verstarb noch am Unfallort. Die Schuldfrage wurde nie geklärt. Der Raser überlebte. Gutachter stellten später fest, dass der Unfall mit einem Tempolimit hätte verhindert werden können. Wenn die Differenz zwischen den beiden Geschwindigkeiten nicht so groß gewesen wäre, wäre auch der Aufprall geringer gewesen und meine Verwandten würden wohl noch leben. Mit diesem Schicksal ist Thomas Xeller nicht allein. Bei über 20.000 Unfällen sterben jedes Jahr über 400 Menschen auf deutschen Autobahnen. Der wichtigste Punkt in der Tempolimit-Diskussion: die Sicherheit. Ein generelles Tempolimit könnte viele Unfälle verhindern. Laut Statistik geht die Unfallrate auf begrenzten Abschnitten um rund 30% zurück. Alexander Gruhler ist jeden Tag auf der Autobahn unterwegs und findet, mit der Geschwindigkeit hat das nichts zu tun. Autobahn ist nicht das Unfallproblem in Deutschland. Im Gegenteil, wir haben die sichersten Autobahnen, mit die sichersten Autobahnen der Welt. Die Zahlen geben ihm recht. In Deutschland sind so wenig Verkehrstote zu beklagen wie nie zuvor. Außerdem gibt es die meisten Verkehrsopfer nicht auf der Autobahn, sondern auf Landstraßen und im innerstädtischen Bereich. Im europäischen Vergleich liegen wir in der Unfallstatistik im unteren Drittel. Und das, obwohl Deutschland das einzige Land ohne Tempolimit ist. Deshalb setzt sich auch Verkehrsexperte Michael Haberland ganz klar gegen ein generelles Tempolimit ein. Ich glaube, wir hätten mehr Unfälle und mehr Verkehrstote auf den Autobahnen, wenn wir wirklich ein striktes Tempolimit dann einführen würden. Wir Deutsche können etwas zügiger fahren. Wir sind es gewohnt, auch zügiger zu fahren. Breite Straßen, breite Autobahnen. So eine Aussage kann Thomas Xeller überhaupt nicht verstehen. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Wenn die wirklich so sicher wären, wie es heißt, dann wären meine Verwandten noch lebendig. Auch das stimmt. Jeder dritte Unfall passiert, weil jemand zu schnell gefahren ist. Von 4 Unfalltoten auf der Autobahn sterben 3 auf unbeschränkten Autobahnen.
Deshalb ist auch Verkehrsexperte Christoph von Gagern der Meinung, für ein generelles Tempolimit wird es höchste Zeit. Es ist eindeutig nachgewiesen durch verschiedenste Studien, dass eine ungleichmäßige Geschwindigkeit, wo der eine sehr schnell und der andere sehr langsam fährt, ein enormes Risiko für Staus bietet. Natürlich auch für Unfälle. Alexander Gruhler findet, da muss man unterscheiden. Nicht alle Autofahrer sind gleich. Es gibt einmal den verantwortungsvollen Autofahrer, der gerne zügig unterwegs ist. Der fährt auch mal 200, wenn die dreispurige Autobahn an einem Sonntagmorgen frei ist. Und dann gibt es die Raser. Und die Raser, die halten sich nicht an Geschwindigkeiten. Die halten sich in Italien nicht an Geschwindigkeiten, auch nicht in Dänemark. Und warum sollten sie sich in Deutschland an die Geschwindigkeiten halten? Ein generelles Tempolimit halte Raser nicht auf. Raser gibt es wahrscheinlich überall. Und wenn es das Tempolimit gibt, dann hat das Rasen einen anderen Ruf. Aber solange man das so tun darf, also so rasen darf in Deutschland, natürlich dürfen die Gerichte dann auch sagen, ja, so war es halt, Pech. Pech für die Toten. Wirklich geändert hat sich seit Jahrzehnten nichts. Wir stellen nur immer wieder die Frage: Macht es ein Limit von 130 Stundenkilometern Sinn? Nein, macht es nicht, behauptete jahrzehntelang der Automobilclub ADAC. Er war immer der größte Gegner des Tempolimits. Im Endeffekt ist es so gut, wie es ist, nämlich dort zu reduzieren, die Geschwindigkeit, wo es auch notwendig ist. Und dort, wo es im Endeffekt keinen Sinn macht, dann auch keine Geschwindigkeitsbeschränkung zu haben. Und wie sieht es heute aus? Vor wenigen Wochen hat der ADAC bekannt gegeben, dass er nicht mehr gegen ein generelles Tempolimit ist. Mit der Presse spricht der ADAC momentan nicht. Nur so viel ist bekannt. Der Automobilclub fordert von der Bundesregierung eine groß angelegte wissenschaftliche Studie. Die soll zeigen, welche Auswirkungen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen haben könnte. Doch die Regierung, vor allem die Union, sträubt sich seit Jahrzehnten, eine solche Studie in Auftrag zu geben. Für viele ist klar, was dabei herauskommen würde. Die Verkehrsministerien haben verhindert, dass Studien gemacht werden zu den Auswirkungen vom Tempolimit, weil sie wissen, was diese Studien zeigen würden, nämlich dass natürlich weniger Tote und weniger Verletzte, weniger Abgase die Folge wären. Aber warum sollte die Politik das machen? Kritiker behaupten, dass wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Die Regierung befürchte, dass die deutsche Automobilindustrie unter einem Tempolimit leiden würde. Eine Angst, die Unternehmer Alexander Gruhler verstehen kann. Dieses German Autobahn Approved als Stempel auf dem deutschen Auto, das ist einfach ein Qualitätssiegel fürs Ausland. Das sorgt dafür, dass deutsche Autos ein Exportschlager sind. Am Ende des Tages hängen da einfach mal ein paar Millionen Arbeitsplätze dran. Und unser aller Wohl, wenn man so will. Aus diesem Grund wird Verkehrsminister Andreas Scheuer wohl auch in Zukunft keine Studie fahren lassen. Aber können wir uns nicht einfach mit unseren europäischen Nachbarn vergleichen? Die haben alle ein Tempolimit. So leicht ist es leider nicht. Jedes Land hat eine eigene Infrastruktur und eine andere Verkehrsausbildung. Deutschland mit Frankreich oder den Niederlanden zu vergleichen, macht also keinen Sinn. Erst mit einer Studie würden wir genau wissen, was für Auswirkungen ein Tempolimit bei uns haben würde. Es geht nämlich nicht nur um Sicherheit, sondern auch um Staus. Als Transitland mit kostenlosen Autobahnen gibt es in Deutschland ein hohes Verkehrsaufkommen. 64 Millionen Autos auf 13.000 Autobahnkilometern. Und es werden jedes Jahr mehr. Damit nimmt natürlich auch die Zahl der Staus zu. Könnte ein generelles Tempolimit die verhindern oder zumindest reduzieren? Der Stau aus dem Nichts ist eine bekannte Tatsache und der entsteht dadurch, dass ein Auto sehr schnell und ein anderes sehr langsam ist und dadurch Bremsvorgänge ausgelöst werden, die dann als Kettenreaktion sich fortspielen und dadurch zu einem Stau führen. Auf die Geschwindigkeit das Ganze zu schieben, ist absoluter Unsinn. Ich sehe das ja innerstädtisch und da habe ich ja ein Tempolimit. Und ich quäle mich da oft mit 10 oder 12 Stundenkilometer in unsäglich langen Staus dahin. Was stimmt jetzt? Stehen wir im Stau, weil manche zu schnell und manche zu langsam fahren? Oder liegt es an den vielen Fahrzeugen auf unseren Straßen? Grundsätzlich haben beide Seiten recht. Denn fest steht, die Stauursache gibt es nicht. Vor allem Lkw und Baustellen gelten als Stauverursacher und die wären bei einem Tempolimit immer noch da.
Vergleicht man aber eine Strecke mit Tempolimit und eine ohne, fällt auf, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der freien Strecke führen dazu, dass mehr gebremst wird. Diese Kettenreaktion führt tatsächlich zu mehr Stau. Der Verkehr auf der Strecke mit Tempolimit ist dagegen viel flüssiger. Ein Tempolimit würde Staus nicht komplett verhindern, aber den Verkehrsfluss grundsätzlich verbessern. Was durch ein Tempolimit auch verbessert werden könnte, ist das Klima. Mehr als 100 Millionen Tonnen CO2 geben deutsche Pkw jedes Jahr in die Umwelt ab. Mit einem generellen Tempolimit auf Autobahnen ließen sich rund 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist so viel, wie alle Inlandsflüge in Deutschland in einem Jahr verbrauchen. Klingt viel, ist aber lediglich eine Einsparung von 2%. Es macht keinen Sinn, uns die kleinen Stellschrauben zuerst vorzunehmen, sondern bitte mit Augenmaß erstmal die Sachen anpacken, die am meisten Effekt fürs Klima bringen. Das ist ja auch wieder kein Gegenargument, auch wenn es nicht allzu viel bringt und nicht sehr viel bringt. Wenn es ein bisschen bringt, bringt es halt ein bisschen. Deswegen wäre es natürlich auch gut, wenn auch der Autoverkehr in Deutschland dazu beitragen würde, die Umwelt zu schützen. Das generelle Tempolimit auf der Autobahn spaltet Deutschland. Die eine Hälfte ist klar dafür, die andere vehement dagegen. Solange die Frage um das Tempolimit nicht geklärt ist, wird die intelligente Verkehrssteuerung immer wichtiger. Das sind elektronische Schilderbrücken, mit denen der Verkehr flüssiger und sicherer werden soll. Sie reagieren individuell auf Staus oder schlechtes Wetter. Doch diese Schilderbrücken sind erst auf 10% unserer Autobahnen installiert. Wenn man sie auf alle Autobahnen ausweiten würde, könnte die intelligente Verkehrssteuerung jederzeit die ideale Maximalgeschwindigkeit vorgeben. Und das ohne ein generelles Tempolimit zu haben. Mit solchen Schilderbrücken könnte man auch durchgehend die Geschwindigkeit überprüfen. Jedes Auto wird bei der Einfahrt in eine Geschwindigkeitszone geblitzt. Ist das Auto zu schnell am zweiten Messpunkt, wird das Foto weitergeleitet und es gibt eine Anzeige. Wenn nicht, wird das Foto gelöscht. Diese Technik heißt Section Control. Noch ist sie nicht im Einsatz, denn sie ist zwar bei Verkehrsexperten beliebt, bei Datenschützern aber umstritten. Ein generelles Tempolimit, gar kein Tempolimit oder doch die intelligente Verkehrssteuerung? Wie wir genau auf unseren Autobahnen unterwegs sein werden, wird wohl erst die Zukunft zeigen.